Im Artikelstamm von Wavi Profi 3 gibt es diese schöne Funktion oder dieses Eingabefeld der Set-Nummer. Was die Set-Nummer ist, wie sie sich verhält und für was sie gut ist, werden wir in diesem Video versuchen zu erörtern. Die Set-Nummer ist generell manuell eintragbar oder Sie können es natürlich auch, wenn Sie einen Artikel spiegeln, wie bereits in einem vorhergehenden Video erwähnt, dass Sie sagen, ich will es dreimal spiegeln, den Artikel, und brauche eine Set-Nummer dafür. Was passiert dann? Der Artikel oder verschiedene Artikel, die der gleichen Set-Nummer angehören, gehören quasi zu einer geschlossenen Gesellschaft. So. Und diese geschlossene Gesellschaft, die werden wir uns jetzt einfach mal anschauen. Von der Hand können wir auch natürlich hergehen und sagen, ich gebe hier, vergebe hier eine Set-Nummer und ich vergebe hier eine Set-Nummer. So, das bedeutet, zu der Set-Nummer 1 gehören jetzt diese beiden Artikel, weil sie beide tragen die Nummer 1. Rechtsklick kann ich auch sagen, Artikelgruppen, und ich sehe hier meine Set-Nummern und die darin beinhalteten oder zugehörigen Artikel. Wenn ich nun einen Artikel verkaufe, der einer Set-Nummer angehört, wo haben wir es denn? Das war's. Überprüft Wavi Profi 3, ob hier verschiedene Artikel vorhanden sind, die zu dieser Set-Nummer gehören, und zeigt Ihnen diese gegebenenfalls zur Auswahl an. Das kann durchaus Sinn machen, wenn Sie zum Beispiel Textilien verkaufen, dass Sie sagen, die Hose gibt es in Blau, in der Farbe 32, 34, 36, 38. Und wenn Sie beim Verkauf das sofort im Blick haben wollen, dann macht es durchaus Sinn, dass Sie hier Set-Nummer-Gruppen vergeben. Denn Sie sehen, dass er hier sagt, der Artikel 3, aha, okay, der hat die Nummer, die hat den Preis und so weiter. Und dann könnte sagen, was Sie eben haben wollen. Und würden dann einfach auf Übernehmen klicken und könnten dann den markierten Artikel in die Kasse übertragen lassen. Eine weitere Möglichkeit, wie Sie Set-Nummern vergeben können, wenn Sie es denn vergessen haben, gleich zu Anfang einzutragen, ist der, dass Sie unter Anwendungen Artikelgruppenmodifizierungen verwenden. Hier klicken Sie auf Suche starten, geben nun den Suchbegriff ein. Also hier sehen wir jetzt alles. Ich sage jetzt einfach mal Damenhose. Okay, suchen. In unserem Beispiel ist es relativ simpel, weil nur diese 5 Artikel oder 6 Artikel die Bezeichnung Damenhose tragen. Sie haben hier in diesen Fensterchen an die 17 bis 20 verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten, so damit Sie wirklich Ihre Liste sauber filtern können. Jetzt sage ich schließen. Nun kann ich hier sagen, vergebe für die selektierten Artikel eine Set-Nummer und ich lasse mir die neue Zuweisung ausführen. Die Zuweisung wurde ausgeführt und wir sehen nun, dass hier unsere Damenhose eine Set-Nummer trägt. Das heißt, wenn ich jetzt die Damenhose verkaufe, zeigt mir Wavi Profi 3 automatisch alle Damenhosen an. Also wenn ich eine dieser 6 Damenhosen hier verkaufe. Ja, das war das mit den Set-Nummern.